Das Fest der Geister, Vampire und anderer Gestalten war schon immer sehr reich an Bräuchen und Traditionen. Aber woher kommt zum Beispiel der Brauch von Süßes oder Saures? Das werden wir heute zusammen ausgraben. Halloween kommt, wie manche vielleicht wissen, eigentlich gar nicht aus den USA, sondern hat seinen Ursprung in Irland. Das Fest hat schon über 5000 Jahre Tradition. Der bekannte Spruch Süßes oder Saures oder im Englischen Trick or Treat stammt somit auch nicht aus den Vereinigten Staaten. Auf der Insel gab es schon vor vielen Jahren einen walisischen Brauch namens Cena de Meru. Hier zogen Menschen von Tür zu Tür und baten um Lebensmittel für ihre verstorbenen Vorfahren. Dabei trugen sie meist Masken, um einerseits nicht erkannt zu werden und andererseits, um ihre verstorbenen Vorfahren zu repräsentieren. Wenn den Menschen die Lebensmittelausgabe verweigert wurde, beschädigten sie das Haus oder anderes Hab und Gut der Bewohner. Der Brauch sollte den Zusammenhalt der Gemeinde stärken und die Verstorbenen ehren. Diese Tradition wurde dann auch in den 40er Jahren in den USA sehr populär. Und so entstand über die Jahre schließlich der heutige Brauch von Süßes oder Saures, bei dem Kinder verkleidet um die Häuser ziehen, um ihre Beutel mit Naschereien zu füllen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen euch auch beim nächsten Schon gewusst wieder. Bis dahin und schaurig schöne Tage.